Hallo Freunde, willkommen auf einer neuen Karte. Ich brauche mal ein bisschen Abwechslung zur Karpatenlandschaft. Und deswegen habe ich jetzt endlich die Münsterland V2 ausgepackt. Habe ich schon bei anderen gesehen und sie dadurch auf dem Zettel gehabt. Gefällt mir sehr gut, ist ein bisschen nach meinem Gefühl so ein Zwischending aus Niedersachsen 22 und Karpatenlandschaft. Irgendwo dazwischen würde ich sie, glaube ich, ansiedeln. Relativ detailliert, wie man hier jetzt schon sieht, für die Größe der Karte. Und hier würde ich gerne einfach mal reinspielen und gucken, was draus wird. Und wie das dann immer so ist, wenn ich auf einer neuen Karte bin, möchte ich sie euch zu Beginn natürlich einmal so ein bisschen zeigen. Und zwar bin ich hier jetzt auf dem Starthof, den ihr bekommt, wenn ihr als neuer Farmer beginnt. Interessant ist, dass ihr gar kein Equipment dazu bekommt. Aber diese Hoffläche hier, können wir mal durchgehen. Ihr habt hier ein schönes Wohnhaus. Ihr habt hier ein Silo. Hier könnt ihr aus dem Silo entnehmen. Ihr könnt Sachen abstellen. Ihr habt einen Tank. Eine Sitzgelegenheit. Ihr habt Unterstellmöglichkeiten. Relativ groß und noch größer. Sogar als Durchfahrhalle. Zwei Fahrsilos. Und hier einen Kuhstall. Und der ist gar nicht mal so klein. Und wenn ihr dann hier weitergeht durch das Tor, und jetzt sieht man hier schon, dass, also es ist wirklich schön gemacht, ne? Gefällt mir sehr, sehr gut. Tatsächlich, so vom Detailgrad her. Wenn ihr hier durchlauft, dann habt ihr hier hinten nochmal einen Unterstand und zwei große Hühnerställe. Die sind als Startequipment quasi mit dabei. Aber rein, doch, rein kann man auch. So. Sieht sogar ähnlich aus wie der Hühnerstall, den ich auf der Karpatenlandschaft gebaut habe. So, auf der Rückseite kommt ihr hier dann auf so ein, ja, Feldweg, also gut ausgebauten Feldweg. Es gibt solche und solche. Das ist quasi euer Startgelände. Und es gibt nicht mal eine Feldfläche dazu, freundlicherweise. Jedenfalls habe ich keine bekommen. Vielleicht habe ich es auch falsch eingestellt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich neuer Farmer eingestellt hatte. So, links, rechts gibt es hier gleich Flächen mit, also direkt an der Hoffläche dran. Und man sieht hier jetzt schon, wir fliegen auch gleich mal rüber. Das sind keine kleinen Felder, die sind relativ groß. Und hier sieht man auch schon, die großen Flächen sind aber auch immer mal durch so Strommasten unterbrochen. Also kennen wir von der Karpatenlandschaft ja nur allzu gut. Da ist es ja auch so. Was bringt die Karte mit? Laut Beschreibung. Wir gehen mal in die Übersicht. Sind es 185 Felder? Es ist eine Vierfachkarte. Deswegen ein Hybrid aus Karpatenlandschaft und Niedersachsen, würde ich sagen. Ihr seht, hier sind unglaublich viele Felder. 185 sollen es sein. Ich habe die 185 jetzt als Zahl noch nicht gefunden. Hier ist 163 auf jeden Fall. Ja, es sollen auch vorhanden sein, 8 leere Flächen für Höfe. Ich habe, glaube ich, 5 gezählt. Hier ist eine. Dann, hier sind, glaube ich, noch so 2 kleine. Wenn ich mich nicht täusche, habe ich 5 gezählt insgesamt. Auf 8 bin ich jetzt nicht gekommen. Aber vielleicht habe ich auch einfach was übersehen. Oder sowas hier ist auch als Hof quasi schon vorgebaut und kann angepasst werden. Hier war irgendwo noch so eine Fläche hier. Da können wir sogar hinspringen gleich mal. Da ist quasi schon Hofgelände da. Es gibt nur 4 Verkaufsstellen.
4 Verkaufsstellen. Ja, richtig. Hier sind jetzt 3 angegeben. Hier sind 4 angegeben beim Weizen, Getreide AG, Getreidemühle, Landhandel, Reifeisen. Wenn wir auf was anderes gehen, ja, die Getreide AG, die nimmt so quasi mit am meisten. Also 4 Verkaufsstellen, 1 Tankstelle, 4 Aussichtspunkte. Es gibt 26 Waldgebiete über die Karte verteilt, sodass man auch ein bisschen Forst machen kann. Hier sieht man ein bisschen was hier unten. Hier sieht man was. Also auch für Forst ist gesorgt. Was haben wir noch? Genau, 5 Zusatzfrüchte. Das ist ganz interessant. Es gibt Grünroggen, Karotten, Zwiebeln, Ackergras und Alfalfa. Müsste man hier jetzt aufgeführt sehen. Plus, ich habe jetzt, es wurde auch kommentiert, warum hast du so viele unterschiedliche Fruchtarten hier? Ich habe, weiß ich nicht, 1860 Mods mittlerweile. Sind es, glaube ich, in meinem Mod-Ordner. Inklusive Karten und, und. Ich habe den Überblick verloren, was hier jetzt wo aus welcher Mod hervorgegangen ist. Hier ist jetzt auf jeden Fall der Grünroggen dabei, Karotten, was hatten wir noch, Zwiebeln, Ackergras, welches, achso, hier ist Ackergras und Alfalfa ist angegeben, sehe ich aber gar nicht in der Aufzählung, interessanterweise. Vielleicht hat Alfalfa auch einen anderen Namen im Deutschen, das weiß ich tatsächlich gerade nicht, da stehe ich auf dem Schlauch. Dann gerne einmal in die Kommentare, was davon ist Alfalfa. Das so im Groben der Überblick zu dem, was die Karte euch mitbringt. Wir können ja einfach mal in den Flugmodus wechseln hier. Beschleunige nochmal hoch. Und dann gucken wir mal von oben drauf. So, euer Starthof quasi hier und da hinten die beiden Gebäude. Und damit ist man hier auch in der nordöstlichen Ecke angesiedelt von der Karte. Und wenn wir jetzt von hier mal gucken, dann sieht es ein bisschen aus wie bei der Niedersachsen. Nur, dass es halt wesentlich ebener ist. Hier ist nicht ganz so viel Steigung drin. Aber die Feldflächen sind, na, ich würde sagen, mittelgroß bis groß. Nicht riesengroß, das heißt, eine Fläche ist auch riesengroß. Die hat 30 Hektar. Da ist man schon gut drauf unterwegs. Allerdings, sie sehen auch nur klein aus. So klein sind die gar nicht, würde ich mal behaupten. In der Nähe, uppala, in der Nähe von eurem Starthof ist gar nicht mal so viel. Das hier ist irgendwie keine offizielle Verkaufsstelle. Wenn ich das auf der Karte richtig sehe, das wäre jetzt hier, dieser kleine Spot. Hier ist was angelegt, aber man kann damit irgendwie nichts anfangen. Jedenfalls auf den ersten Blick nicht. Vielleicht, ich werde ja ein bisschen reinspielen und dann werden wir mal sehen, ob da was passiert. Hier ist ein Biomasse-Heizkraftwerk, auf jeden Fall. Das auch sehr praktisch, dass es schon vorhanden ist. Und die Verkaufsstellen sind, glaube ich, relativ zentral gewesen. Ich fliege hier einfach mal relativ zügig rüber. Alles recht geradlinig gehalten. Trotzdem glaube ich, zumindest anfangs, große Gefahr, sich zu verfahren. Hier ist einer der Aussichtspunkte. Ich habe jetzt nichts von Sammelobjekten gesehen. Das hattet ihr auf der Karpatenlandschaft, glaube ich, gefragt. Also, hier ist nichts angegeben, dass es Sammelobjekte gibt. Schön ist, man sieht, hier gibt es auf jeden Fall viel Möglichkeit, Feldflächen zusammenzulegen, wenn man das denn möchte. So, dann haben wir hier einen weiteren vorgefertigten Hof, würde ich das mal nennen. Und zwar ist das, jetzt sind wir schon hier im Nordwesten. Hier ist so eine vorgefertigte Fläche. Und man sieht, wie weit es hier noch runter geht. Ne? Ich gucke in
die Richtung nach Süden und da kommt noch richtig viel in diese Richtung. Ich fliege da jetzt einfach nur mal rüber. Ich gehe da jetzt nicht genau rein. Ihr habt auch hier eine große Durchfahrhalle. Ihr habt hier weitere Fahrzeughallen. Ihr habt hier Ställe mit dabei. Also, wenn ihr euch den Hof zum Starten nehmen wollt, auch eine gute Variante. Was ist das denn hier eigentlich? Für eine Halle, die sagt mir gerade gar nichts. Auch interessant. Die ist irgendwie bisher an mir vorbeigegangen. Auch nicht schlecht. So, dann, was haben wir noch? Wir können einfach ja mal hier in die Richtung gehen. Flüssigkeiten Kauf. Hier ist die Getreide AG, sowas, genau. Getreide AG hat einen Kalkkauf, einen Flüssigkeitenkauf und eben den Abgabepunkt. Versuchen wir da mal hinzukommen. War das hier? Ja. Jetzt bin ich genau drüber. Also relativ unspektakulär gehalten tatsächlich. Aber das finde ich gar nicht so schlecht. Diese Karte sollte sich, glaube ich, mit Autodrive sehr gut bespielen lassen. Ich finde es auch gut, dass alles einigermaßen übersichtlich ist. Denn häufig hatte ich irgendwie das Problem. Also ich finde es schon cool, wenn viel auf der Karte ist an Möglichkeit zu verkaufen, etc. etc. Allerdings kommt man auch gern mal durcheinander, muss ich sagen. So, hier unten ist noch so eine kleine Mühle verbaut. Direkt auf dem, in so einem Weiher. Das finde ich auch sehr cool. Hier könnt ihr Wasser entnehmen. Mit den Fröschen hier. Also, obwohl die Karte eben groß ist, gibt es hier einige Details zu entdecken und zu sehen. Finde ich sehr, sehr schön. Das hier müsste, was ist das? Ich dachte gerade, das wäre eine weitere Hoffläche, aber das ist der Viehhandel. Genau, hier ist der Viehhandel. Mit einem großen Güllebehälter hier in der Mitte. Großes Güllebecken. Ihr könnt hier Mist verkaufen, kaufen. Hier gibt es einen Ballenverkauf. Hier kann man die Tiere kaufen. Also das Nötigste ist da. Was hatten wir noch? Lasst mich einmal schauen. Im Süden, genau. Im Süden war noch Reifeisen. Da könnt ihr Getreide verkaufen und ankaufen. Ich hoffe, ich fliege in die richtige Richtung. Überall die Landschaft unterbrochen, eben hier von den Strommasten, von den Windrädern, die, wie ich finde, sehr schön eingearbeitet sind hier immer mit so einer Zufahrt. Und dann stehen die immer auf so einer Insel, was, denke ich, Cosplay helfen sollte, die auch besser umfahren zu können. Also anders als zum Beispiel auf der Karpatenlandschaft, wo man dann immer hängen geblieben ist. So, hier ist Raiffeisen. Eine der vier Verkaufsstellen und hier ist eben auch ein Gesteinsbrecher mit dabei. Das ist jetzt bereits der Südwesten der Karte. Da ist, glaube ich, noch ein Aussichtspunkt. Jawohl. Sehr schön. Fliegen wir weiter. Wo befinden wir uns hier? Okay, ich wollte hier hin. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Fahrzeuge zu verkaufen, interessanterweise. Scheinbar nur ein Händler, wo ihr sie kaufen könnt, aber verkaufen geht an mehreren Positionen und zwar immer an diesen Tankstellen, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Da ist dann auch so ein kleiner Fahrzeugverkauf mit drin. Denn oben im Norden, da gab es auch einen Verkauf von Fahrzeugen mit Tankstelle. Hier hinten in der Ecke ist das Sägewerk. Versuchen wir mal hinzukommen. Da müssen wir, glaube ich, hier lang. Ich gehe noch mal ein bisschen höher. Dann habt ihr das ein bisschen mehr im Überblick hier. Und ihr seht, auf dieser Seite jetzt sind die Felder auf einmal auch gar nicht mehr so geradlinig, wie sie das auf der anderen Seite noch waren. Also auch da ist für Abwechslung gesorgt. Wenn ihr also mehr Lust auf etwas anspruchsvollere Feldformen habt, dann geht ihr einfach in den Südosten der Karte. Da habt ihr dann sehr schön abgerundete Feldflächen und auch so Formen, die jetzt mal ein bisschen was anderes sind.
So, wo ist denn das Sägewerk hier? Ganz hinten hier in der Ecke ist es versteckt. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, das Standardsägewerk. Aber das reicht ja auch vollkommen. Schön gemacht hier mit dem einen abgelegten Holzstämmen. Hier hinten in der Ecke sind auch noch ein paar. Der Übergang der Karte sieht jetzt ein bisschen doof aus, weil ich fliege. Wenn ihr auf normaler Höhe steht, dann ist es so ein bisschen verblendet. Und hier sieht man auch, hier ist wirklich Wald. Hier ist noch so ein kleiner Weiher. Also da durchzufahren dürfte auf jeden Fall Spaß machen, denke ich. Das mit Sicherheit abwechslungsreich. So, was haben wir denn noch? Genau, der Erdfruchtverkauf, den gab es hier auch noch. Hatte der auch einen Namen? Weiß ich gerade gar nicht. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Müsste ja in diese Richtung irgendwo auftauchen. Bin ich schon vorbei oder wo befinde ich mich gerade? Eiskalt den Überblick verloren. Ach, hier oben sind wir. Ja, dann sind wir tatsächlich dran vorbeigedonnert. Auch nicht schlecht. Wir sind schon auf dem Weg wieder oben zu unserer Hochfläche. Aber ich wollte auch einmal hier rüber gucken, was das ist. Das habe ich mir nämlich noch nicht angeschaut. Also da oben, Nordost, ist die eigentliche Startfläche. Und was haben wir hier? Ah, okay, hier haben wir auch noch einen Hof. Oh, das ist ein riesiger Stall hier. Das müsste Kuhstall sein. Auch hier eine große Durchfahrhalle. In knalligem Rot, zwei Fahrsilos. Das dürfte noch eine Halle sein. Das Wohnhaus wahrscheinlich. Und noch ein bisschen Abstellgelegenheit. Also hier ist auch für alles gesorgt. Und mit dieser Fläche werdet ihr dann auch relativ zentral gelegen auf der Karte. Nicht ganz mittig, aber recht zentral. So. So sieht die Karte im Überblick aus. Es ist nicht klein. Die ganzen Fruchtsorten müssten eigentlich hier bis Ölrettich gehen, wenn ich mich nicht täusche. Und dann müsste es bei Grünroggen weitergehen. Die anderen Fruchtsorten hier kommen, glaube ich, aus einer anderen Mod von mir. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht sind die aber auch in der Karte mit verbaut. Kann sein. Das ist der Überblick. Dann gehen wir mal aus dem Flugmodus raus. Zack. Geschwindigkeit ein bisschen drosseln wieder. Und ich habe mir einen Traktor habe ich mir bereitgestellt beim Händler. Einen wunderschönen Fendt 828 in Schwarz-Weiß. Mal was anderes, damit wir uns ein bisschen über die Karte bewegen können. Und der sollte eigentlich... Achso, ich hab's hat aus. Simple IC haben. Jawohl. Sehr gut. So. Ihr seht, ich habe, weil ich reinspielen möchte, 10 Millionen für den Start gegeben. Dass man hier auch ein bisschen Equipment kaufen kann. Denn wir haben ja nichts. Jedenfalls kein Equipment. Da werden wir nachlegen müssen. Aber wir fahren jetzt erstmal ein Stück los. In der Hoffnung, dass mein Lenkrad mitspielt. Ne, das spielt nicht mit. Das muss ich mal eben kurz korrigieren. Kleinen Moment. So, jetzt scheint es wieder zu gehen. Gut. Ärgerlich. Ja, ich habe mich hier für einen Fendt entschieden, der ja auch auf der Karpatenlandschaft mit dabei war. Ich war auch drauf und dran zu sagen, ich besorge einfach schon mal das ganze Equipment, das wir auf der Karpatenlandschaft hatten. Aber so weit wollte ich dann doch nicht gehen. Also Teile davon werden wir sicherlich auch hier dann dazu nehmen. Muss jetzt mal grob gucken. Ich kenne mich auf der Karte ja noch gar nicht aus, wo wir überhaupt lang müssen. Ich werde mich hier wahrscheinlich das ein oder andere Mal verfahren. Ich habe außerdem einen neuen Mikrofonarm. Ich hoffe, dass ich da nicht gegenstoße, weil er jetzt ganz anders sitzt. Ist noch sehr ungewohnt. Aber theoretisch müsste
der Klang etwas besser werden, weil ich das jetzt... Ich kann es einfach besser platzieren. So, lass mal kurz schauen. Muss ich hier rein? Ich glaube, ja, das sieht gut aus. Denn ich habe euch ja gesagt, ich habe 5 Freiflächen gefunden. Habe euch aber nur 4 gezeigt auf der Karte. Denn eine der Freiflächen von den 5 habe ich einfach mal bebaut. Ich habe da einfach mal ein bisschen losgelegt und ja, so ein Grundsetup hingestellt. Da fahren wir jetzt rüber und das zeige ich euch jetzt. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann sind die Flächen hier links und rechts auch schon unsere, die wir dann bewirtschaften müssen. So, irgendwo hier kommt eine Einfahrt. So, jawohl, hier ist sie. Einfahrt Nummer 1. Und ganz praktisch, hier ist auch noch Einfahrt Nummer 2. Ein- und Ausfahrt. War bereits so vorhanden. Ja, ich habe einfach nur gepflastert und ich habe die Gebäude hier drauf gestellt. Ein paar Unterstellmöglichkeiten, alles mit Solar, alles modern. Viele Sachen davon kennt ihr sicherlich auch von der Niedersachsen zum Beispiel. Die Halle hier, die kennt ihr aus den, von der Niedersachsen-Karte. Die haben wir dort verbaut. Ich habe alles jetzt im Hörmann-Stil gemacht. Wollte ich einfach mal haben. Ich hatte noch nie einen Hof, der nur aus Hörmannhallen bestanden hat. Wir haben auch so einen kleinen Basketballkorb hier. Ich weiß gar nicht, funktioniert der? Ja. Oh, damit lasse ich fallen. Okay, dann muss ich wohl den rechten. Sehr schön. Funktioniert. Sehr gut. Kleine Wetterstation. Hier an der Seite konnte man hier rein. Das weiß ich gar nicht mehr. Nee, konnte man nicht. Dann haben wir 2 große Silos. Also ich habe bewusst große Silos hier hingestellt. Das sind 2 50 Millionen Liter Silos, in die angeblich alles reingeht. Was ich jetzt noch nicht wieder gefunden habe. Ich wollte hier eigentlich so eine Anzeigetafel hinstellen, was da schon drin ist. Aber ich habe die Anzeigetafel nicht mehr wieder gefunden. Sehr ärgerlich. Dann haben wir hier einen großen Hörmann-Unterstand, den ich bisher auch noch nie verbaut habe. Den wollte ich immer mal haben. Man kann ja auch Licht anmachen. Also hier geht einiges drunter. Dann haben wir ja tatsächlich, ich zeige euch die Karte einfach mal. So, hier unten, den Part habe ich jetzt einfach mal zum Start dazu genommen. Ja, das ist... viel für den Start, würde ich sagen, aber guckt mal, wie viel noch über ist und bis zum 25er ist nicht mehr viel Zeit. Von daher dachte ich mir, komm, hier gehen wir mal voll rein. Und ich habe das Startgebiet da oben dabei gelassen, weil da eben Tierställe drauf sind. Und auf der Fläche, die ich hier jetzt angelegt habe, sind gar keine Tierställe vorgesehen. Das heißt, wir haben einmal oben auf der Startfläche eine Schlafmöglichkeit, aber auch hier in diesem wunderbaren alten Bus. Der ist ausgebaut zu einem Camper. Auch da können wir nächtigen, wenn es denn sein muss. Wir haben ordentlich Beleuchtung. Ich bin gespannt, wie hell diese Beleuchtung ist, wenn sie denn dann angeht. Kleinen Werkstatttrigger, nur einen Kercher und einmal hier zum Staub wegpusten noch ein Kompressor. Wir haben ein großes Windrad und hinten in der Ecke haben wir noch einen Funkmast, den wir auf unser Gelände haben stellen lassen. Und dann haben wir hier drüben die Hörmannhalle, die glaube ich jeder kennt. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, so eine der ersten Standardhallen gewesen. Die ist ja auch auf der Niedersachsen 22 viel verbaut. Da haben wir sie auch in Benutzung. Und um die Halle herum habe ich jetzt ein paar Silos platziert. Problem an den Silos ist,
Hier hinten, die beiden jedenfalls, die kann ich nicht befüllen. Ich wollte hier eigentlich Herbizid reinmachen. Und hier auch, das habe ich zuerst gesetzt. Es hat nicht funktioniert. Sah aber schön aus, deswegen habe ich die stehen lassen. Hier könnten wir Gülle einkaufen. Hier gibt es möglicherweise auch flüssiges Herbizid. Hier kann man auch flüssig Dünger und sowas kaufen. Dann haben wir hier vorne eine Einkaufsstelle für Tierfutter und Bonsilage. Hier vorne kann man Saatgut erstehen. Und hier sind noch zwei Flüssigkeitstanks. Das ist kein Flüssigkeitstank, das ist einfach nur ein Mineraldüngertank. Hier sind 50.000 Liter drin. Und hier ist ein Flüssigdüngertank mit 100.000 Litern. Ich hatte sie dahingestellt, also habe ich auch schon mal ein bisschen was reingepackt. Wir können tanken. Und da drüben bekommen wir Wasser, wenn wir denn welches benötigen. Ja, das so für den Start. Einfach mal das Gelände. Ist einigermaßen schön geworden. Bin einigermaßen zufrieden. Ich wollte hier einfach mal ein bisschen mehr Platz haben, als ich das sonst immer habe. Ich gestalte ja meistens nicht ganz so großzügig. Aber hier war mir das jetzt wichtig, das mal so rum zu regeln. Wenn wir über die Feldflächen gucken, wir können ja einfach mal so einen kleinen Kreis laufen hier. Dann haben wir bereits am Start erntereifen Hafer. Und guckt euch mal dieses Feld an. Das ist jetzt nicht das größte Feld, das es auf der Karte gibt. Das hier hat nämlich nur 17,2 Hektar. Anführungszeichen nur. Das größte hat eben knapp über 30, wenn ich mich nicht täusche. Hier sind wir, glaube ich, schon beim Nachbarn. Nein, hier sind wir auch noch bei mir. Zuckerrüben. Die sind allerdings noch im Wachstum. Wurden aber nicht ganz so schön aufbereitet hier. Hier ist ordentlich Unkraut, da müssen wir mit der Hacke ran. Aber ich möchte natürlich Spot Spray nutzen. Hier sind wir beim Nachbarn, da gehen wir mal schnell wieder runter, sonst meckert der nur. Das war jetzt quasi die Seite hier unten, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, hier. Das Haferfeld und hier die Zuckerrüben. Wenn wir jetzt in die Richtung weiterlaufen, einmal über die Straße. Dann haben wir zwei Flächen mit erntereifem Raps, die man vielleicht auch zusammenlegen könnte. Dann kommt nochmal Hafer. Also wir haben zwei Haferflächen. Dann kommt eine Fläche, die ist frei. Da habe ich jetzt auch nichts drauf gemacht. Und dann dachte ich eigentlich, dass wir eine Fläche mit Tritikale haben, aber die wurde schon abgeerntet. Das heißt, hier müssen wir auch ran. Hier muss erstmal gemulcht werden, würde ich behaupten. Auf der anderen Fläche könnten wir, na, wahrscheinlich müssen wir mit der Scheibenegge drauf, um es einmal aufzubereiten. Hier sind wir schon wieder bei den Nachbarn. Der hat Pastinaken angepflanzt. Und hier sieht man auch, es gibt auch etwas kleinere Flächen. Die ist jetzt nicht ganz so groß. Hier drüben sind wir noch beim Nachbarn, aber hier glaube ich wieder bei mir. Weizen ist auch eine Fläche vorhanden mit 8,55 Hektar. Die ist auch erntereif. Sprich, wir haben tatsächlich direkt zum Start hier auch ordentlich was zu tun. Das war der Überblick der Flächen, die ich jetzt mit dazu genommen habe. Bis auf eine Sache. An den Hof schließt sich hier noch eine Wiese an. Die gehört quasi mit dazu, also wenn man auf der Karte guckt, das hier ist eine Fläche, die 160, wenn ihr also diese Hoffläche kaufen solltet und gestaltet, dann habt ihr gleich die Wiese hier mit am Start. Die ist eingezäunt, deswegen etwas schwieriger zu mähen, würde ich behaupten, und zu pressen. Aber was ich besonders gerne mag, ist hier die Gras. Struktur. Das ist nicht einfach nur das grüne Gras, sondern wenn es durchgewachsen ist, sind hier auch überall diese kleinen Wiesenblümchen mit drin. Finde ich sehr, sehr schön. Und diese Wiese gibt mir eben dann die Möglichkeit, die Hoffläche auch noch zu erweitern. Denn was ich hier ja noch gar nicht habe, sind Fahrsilos. Und wenn ich mich nicht täusche,
waren hier oben auf den Flächen auch keine. Können noch mal schauen, aber oder vertue ich mich? Hatten wir da Fahrsilos versteckt? Ach doch, zwei. Hier sind zwei. Okay, wir haben Fahrsilos, aber das ist weit, weit weg, ne? Also zu den Tieren müssen wir mal ein ganzes Stück fahren. So. Das also der Überblick zur Münsterland. Münsterland V2. Bin gespannt, was ihr sagt. Und in die Karte möchte ich dann in ein paar Folgen als nächstes mal reinspielen und gucken, wie die sich denn nun macht. Das Erste, was wir jetzt brauchen, und deswegen haben wir viel Geld auf der hohen Kante gerade, ist natürlich Equipment. Und ich glaube, wir brauchen verdammt viel Equipment. Ich gehe nochmal hoch hier in den Flugmodus. Und wenn man hier mal guckt, das sind schon die kleineren Flächen, die ich hier genommen habe. Da sind ja noch weit größere unterwegs. Das hier müsste die größte sein, die 68. Können wir da hinspringen gerade? Kann ich im Flugmodus springen? Ja, kann ich. Ist sie hier hinter? Ja, hier ist sie. Also, das ist 31,51 Hektar sind hier einfach mal eben zu haben. Kostenpunkt wird er hier aufgeführt. Nein, nur der Preis pro Hektar 83.594 Euro. Zum Vergleich, hier haben wir noch eine Fläche daneben mit 21 Hektar. Die ist auch nochmal größer als die größte Fläche jetzt bei mir. Die würde sich wunderbar hier mit der zusammenlegen lassen. 9 Hektar, dann hätte man hier auch nochmal 30. Und so geht das hier die ganze Zeit weiter. Also, hier ist, glaube ich, genug zu tun. So, wir springen mal wieder rüber. Flugmodus einmal aus. Nicht, dass es gleich hier ein Problemchen gibt. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir werden ja auf jeden Fall einen Drescher benötigen. Regnet das? Das klingt, als würde es regnen. Nee, tut es gar nicht. Es ist mein Traktor. Super. Okay. Kann ich mit leben. Also wir werden einiges an Equipment benötigen. Aber jetzt für den Start auf jeden Fall einen Drescher. Schneidwerk. Anhänger. Wir werden noch einen zweiten Traktor benötigen, würde ich sagen. Zweiten Anhänger. Als Abfahrer jetzt. Theoretisch könnte man sogar schon auf einen zweiten Drescher gehen. Ich habe noch gar nicht in die Aufträge reingeguckt. Das machen wir gleich mal, wenn ich beim Händler angekommen bin. Was sich da so bietet an Möglichkeiten. Wenn wir das dann mit dem eigenen Equipment machen können. Warum nicht? Und hier sieht man wieder so ein Detail, das ich total cool finde. Auch hier ist so eine Fläche wieder eingezäunt. Das ist schon sehr cool gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt richtig fahre hier. Ich hoffe. Schön ist, dass es hier auch immer so kleine Wegweiser gibt. Gott, hier ist aber auch gerade Verkehr. Ich meine, der Händler war hier hoch. Liege ich richtig oder liege ich falsch? Ich bin gespannt. Konnte ich mir das schon merken? Ist die Frage. Ja, hier sind die Flaggen. Und was ich auch noch nicht gemacht habe, es gibt vorgefertigte Autodrive-Kurse für die Karte. Die wollte ich mir nochmal angucken. Ich habe jetzt noch nichts eingefahren. Müsste das halt sonst jetzt demnächst mal tun. So, stellen wir den erstmal hier ab. Und dann gucken wir mal, was sich denn da so bietet. Ui. So schnell sollst du gar nicht laufen. Müsste hier nicht eigentlich... Was hat es an?
Ach so. Mach doch mal den starken Bauern aus. Man muss nur nah genug rangehen. Dann sieht man auch den Hebel hier. So, guten Tag. Ich würde gern einkaufen. Lass mal gucken. Was habt ihr so? Ich will jetzt nicht komplett über die Stränge schlagen, aber... Ach so, hier ist der Managing Point. Händler. Aber nee, das ist doch eigentlich... Was habe ich jetzt in der Hand? Wo kommt der denn her? Das ist mein Kompressor, aber warum kann ich den denn hier mit hinnehmen? Das ist ja Quatsch. Könnte ich dich mit sauber pusten, ne? Kann ich das auch wieder aus der Hand nehmen? Kann ich nicht. Jetzt habe ich es in den Händler geschafft. Interessant, interessant. Was auch immer das jetzt für ein Fail war gerade. So, in den Angeboten ist eigentlich nicht wirklich was, was mir hilft. Tatsächlich. Damit kann ich nichts anfangen. Wir gucken mal. Auf der Karpatenlandschaft habe ich mich hier am Fendpack bedient. Und das würde ich beim Drescher jetzt wohl auch hier tun. Ich war nämlich mit dem Fendt-Ideal hier eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Und den würde ich dann auch einmal wieder nehmen. Der müsste jetzt schon hochmotorisiert sein, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt auch noch einen 10T mit 790 PS. Aktuell hätten wir die Kohle dafür, ne? Ändert das auch was an meinem Volumen? Nein. An meinem Gewicht? Ja. Brauche ich 790 PS? Das sind halt nochmal 70.000 on top, ne? Ich glaube, wir bleiben beim 9T. Das sollte doch ausreichen. Hier ist es ja nicht groß bergig. Das sollte eigentlich passen. Reifenvariante. Michelin Continental. Ich würde gern auch mal was anderes nehmen als das übliche. Betrifft jetzt aber auch nur den hinteren Reifen. Aber Trelleborg sieht schon irgendwie immer mit am coolsten aus, ne? So. Dann, was können wir noch alles einstellen? Reifenvariante kann ich jetzt nicht umändern. Bei Trelleborg könnte ich das bei einem anderen Anbieter. Ja, da war eine Möglichkeit bei Mieters. Aber dann kann ich Breitreifen draufpacken. Kommt, das ist Quatsch. Wir bleiben hier bei Trelleborg. Design. Mit Lenkrad oder aber wie auf der Karpatenlandschaft mit das Ideal Drive mit dem Joystick für 1500 Aufpreis würde ich uns hier freie Sicht verschaffen und mit dem Joystick arbeiten. Lichter. Chromlicht. Was gibt's noch? Standard. Das bleibt Standard. Ich brauche kein Chromlicht. So, dann kommen die Fendt Designs. Ich mag das Grün natürlich, aber man kann ein bisschen rumspielen. Graphitgrau, Schwarz, Kommunal gibt es das Spezialgrün, Schwarz-Rot. Und das Schwarz-Weiß, das wir ja auch für unseren 828 gewählt haben. Und das würde ich dem jetzt auch einfach mal verpassen. Dann sieht er mal ein bisschen, naja, ausgefallener aus. Rundum leuchten. LED Orange würde ich jetzt nicht machen. Wir machen einfach mal LED. Bin ich ganz sicher, wo die sitzen. Aber naja. So, okay. That's it. 526.660 Euro für unseren Drescher. Sehr gut. Das erste große Gerät am Start. Gehen wir mal hier raus und gehen in die Kombinationsmöglichkeiten. Jetzt können wir mal schauen. 12 Meter, Dynaflex und Powerflow. 40 Fuß. Was jetzt genau der Unterschied ist? Keine Ahnung. Sieht man das irgendwie? Ein Design müsste man natürlich noch umändern.
bin nicht sicher. Irgendwie die Haspel sieht anders aus, ne? Und beim Dynaflex haben wir hier noch so eine Führungsstäbe oder wie kann man das nennen? Hier. Fühler. Sagen wir, nehmen das und gehen auch da auf schwarz-weiß, dass es passt. Dann wird das unser Schneidwerk. Kaufen. Und dann brauchen wir natürlich noch einen entsprechenden Schneidwerkswagen. Hier aus dem Fendpack. Da nehmen wir den Nadi. Aber viel mehr andere Möglichkeit haben wir ja auch gar nicht. Moment, in die andere Richtung, schwarz-weiß, dass das auch passt. Und natürlich, da soll ein Reserverad dran. Rundumleuchten sollten hier natürlich auch mit dazu. Kaufen wir das auch. Schneidwerkswagen ist auch am Start. Was wir hier auch schon bekommen könnten, wäre dann das Maisgebiss. Brauchen wir aktuell noch nicht. Wir haben ja gar kein Mais. Wäre dann aber auch in der Farbe zu haben. Also auch das könnte man hier jetzt schon bekommen. Jetzt gucke ich aber tatsächlich mal. Das habe ich eben nicht gemacht und ich wollte es ja eigentlich vorher gemacht haben. In die Auftragslage. Wie sieht es aus? Was ist da vorhanden? Wenn da jetzt auch sowas wie Mais und so dabei ist, dann würde ich vielleicht auch schon ein Maisgebiss kaufen. Ballenpressen, ganz viel düngen. Hier ist gerade Düngezeit. Und dann kommt der Erntezeitpunkt. Guck an. Weizen, Pastinaken. Dafür brauchen wir Spezialgerät. Raps, Pastinake, Weizen, Raps, Weizen. Ui, hier kann man, und guck mal die Werte. Oh, die 69. Das ist, glaube ich, war das größte oder war es die 68? Mit Pastinaken drauf. Da kann man richtig Kohle machen. Vor allem, wenn wir die Details nochmal angucken. 165.000 sind da drin. Das klingt gut. Ich brauche Gerät, um Pastinaken zu ernten. Auf jeden Fall. Ja, da kann man sich austoben in den Aufträgen. Das ist doch super. Kalkaufträge, Lieferaufträge sind dabei und dann haben wir hier noch die Spritze. Spitzenmäßig. So, wir haben einen Drescher. Jetzt brauchen wir noch irgendwie einen großen Anhänger. Einigermaßen vernünftig. Jetzt überlege ich, ob ich auf, gehe ich auf LKW oder besorge ich erstmal einfach nur einen größeren Anhänger. Wie machen wir es? Hat Fendt nicht auch Anhänger? Lass doch mal gucken. Wir sind ja jetzt hier gerade auf Fendt unterwegs. Was hat Fendt denn so im Angebot? Habe ich da was? Ich weiß es tatsächlich nicht. Guck mal, der Tigo. In dem Fall zwei Achsen. Damit um einiges flexibler als der größere. Die Karte ist für die Größe, obwohl Vierfachkarte und man braucht großes Gerät eigentlich, ist die Karte stellenweise tatsächlich recht eng. Also mit dem allergrößten Equipment kann man da schon mal Probleme bekommen. Okay, das sind tatsächlich nur die beiden. Tigo XR75D aus dem Fendt-Tigo-Pack und der hier kommt aus dem Fendt-Pack. Da wir gerade im Fendt-Pack unterwegs sind, bleiben wir doch bei dem, würde ich sagen, für 124.000. So für einen Start ist es, glaube ich, ganz okay. Reifenvariante kann ich nicht ändern. Bei Michelin könnte ich auf Breitreifen gehen. Aber wir bleiben bei Trelleborg. Siliermitteltank. Möchte ich einen haben? Ich check gerade, dass es ein Ladewagen ist. Das ist gar kein Anhänger.
Den brauche ich noch gar nicht. Noch nicht. Vielleicht kommt's noch. Mal gucken. Aber nee, dann sind wir hier. Dann sind wir hier falsch. Da müssen wir tatsächlich in die Anhänger schauen, was sich da so anbietet. Ich habe halt Unmengen an Anhängern am Start. Ohne 52 Kubik. Das ist doch gut. Allerdings, wie viel PS braucht der? Nicht so richtig gesagt. Wenn der voll ist, muss da natürlich auch eine starke Zugmaschine davor. Und der ist jetzt echt schon groß. Gibt es denn auch zwei Achsen mäßig? Also kürzer einfach. Strautmann. Auflieger. Annaburger. 44 und 50 Kubik. 53.000 Euro. Was kostet der Krone? Der kostet 119.000. Okay. Da ist das hier doch eine Ansage, eine Kampfansage quasi. Der kostet die Hälfte. Ist halt rot, aber okay. 52. Meinte ich die hier, die Cargos von Klaas? Ich meine eigentlich, Fendt hat auch sowas in der Art. Aber scheinbar habe ich die Mod nicht. Seltsam. Wundert mich, dass ich meine Mod nicht habe. So, die Fliegel, da bin ich natürlich immer Fan von. Ich glaube, wir hatten eine der Varianten auf der Karpatenlandschaft. Weiß nicht mehr welche. Hier kann man jetzt einen Ticken größer werden. 50 bis 55 Kubikmeter. Was haben wir hier? 55. Hat dann aber auch wieder drei Achsen. Der hat nur zwei Achsen, aber geht bis 55. Das kann ich ja kaum glauben. Ach, der hat dann so einen Aufbau. Und dann sind es 55 dadurch. Aber der kippt oder der schiebt. Der schiebt. Ich möchte einen Anhänger haben, der schiebt und nicht kippt. Das müsste der hier tun. Der kostet 55.800 Euro. Ich glaube, ich probiere es erstmal mit dem. Müsste von der Höhe ja eigentlich auch hinkommen. Sonst kann ich nicht viel verändern. Design schwarz. Also es passt, glaube ich, auch ganz gut. Hauptfarbe. Designfarbe, wenn wir da auch mal auf. Ah, okay. Jetschwarz ist auch schon sehr dunkel. Dunkelgrau. Also richtig cool sieht das nicht aus, ne? Ich glaube, wir bleiben hier mal beim Standard, bevor wir den hier komplett zerschießen. Das sollte passen. Komm, den nehmen wir erstmal für den Start hier. Kaufen. So, das erste Equipment ist da. Müssen wir mal gucken. Der Anhänger muss einmal weg. Damit ich ans Schneidwerk komme. Klapp mal runter. Ich glaube, es ist noch Manual Attach an. Und was ich auch noch umstellen muss, aktuell startet der Traktor automatisch, wenn ich einsteige. Da bin ich ja kein großer Fan von. Das mag ich gar nicht. So, Abfahrer Nummer 1 ist quasi damit gerüstet. Und ich würde ihn jetzt ja zum Hof schicken. Kann ich aber noch nicht. Gibt noch keinen Kurs. Dann mal auf in den Drescher. Und auch der sollte, jawohl,
Simple IC haben. Interactive Control wäre mir mittlerweile lieber. Aber okay. Früher war ich so ein richtiger Verfechter von Simple IC und fand Interactive Control ganz doof. Jetzt ist es genau anders. Also, ich finde Simple IC immer noch sehr gut, aber Interactive Control einfach noch besser. Warum auch immer sich sowas dann irgendwann mal ändert. Ist genauso wie mit dem Punkt, dass ich total der GPS-Verfechter war und VCA erstmal kategorisch ausgeschlossen habe. Und auch das hat sich mittlerweile ja komplett gedreht. Ich bin eigentlich nur noch mit VCA unterwegs. Hab jetzt schon überlegt, also eigentlich müsstest du auch mal wieder dem GPS eine Chance geben. So, wie weit muss ich denn darauf? Reicht das? Ich hoffe. Ja, da ist er eingerückt. Sehr gut. Das hat gepasst. Und du darfst dein Schneidwerk selber ziehen. Sofern wir da einigermaßen richtig, ja, rangefahren sind. Sehr gut. Noch die Elektrik einmal anschließen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg und hängen unseren ersten Abfahrer hier mit der Follow-Me-Mod hinten dran. Ich weiß nicht, ob es hier Öffnungszeiten gibt und das Tor irgendwann dann nicht mehr aufgeht. Wenn dem so ist, dann wäre das schlecht. So. Steuerung F. Der hängt hinten dran. So vom Look her ist es doch eigentlich ganz cool, oder? Bisher passt das alles ganz gut zueinander. So, Tür zu. Zu bitte. Danke. Und Abfahrt Richtung Hof. Ah, Mist, da kommt einer. Das ist schlecht. Mal gucken, ob... Ja, der Abfahrer kollidiert. Natürlich. Natürlich. Den habe ich nicht so schnell gesehen. Also ziehen wir den Abfahrer da jetzt einmal rüber. Ah, da ist er schon rausgesprungen. Gott, wie ich diesen KI-Verkehr nicht leiden kann. Giants, bitte macht den besser. Im nächsten LS. Ich meine, der Traktor wird ja noch vorher rausgezogen sein. So wie es aussah. Warum also bleiben die dann ineinander hängen? Ist ja völliger Quatsch. Da wollen wir mal gucken, ob wir den Weg finden. Ach, schön. Ist immer so entspannend, im LS einfach durch die Gegend zu fahren. Hier müssen wir auf jeden Fall abbiegen, das habe ich mir gemerkt. Richtung Reifeisen. Gucken, ob es passt. Ja, okay. Aber man sieht, und das kann man jetzt ganz gut demonstrieren hier mit so einem Drescher und einem Schneidwerk hinten dran, es ist etwas enger als jetzt zum Beispiel auf der Niedersachsen. Da ist gefühlt mehr Platz bis auf die Stellen, an denen ich jetzt vielleicht schon ein bisschen rumgewerkelt habe. Jetzt müssen wir mal überlegen. Das sind schon unsere Flächen. Wir müssen noch ans Schneidwerk kommen und das Schneidwerk runternehmen. Das heißt, wir werden jetzt mal den Helfer hinten schon mal wieder rausnehmen, dass er hier stehen bleibt. Und dann werden wir uns das Schneidwerk
möglichst hier hinstellen. Hier kommt ja kein Verkehr lang. Und hier dürfte ich eigentlich niemandem was kaputt machen. Und dann kann ich hier von der Seite von hier auf meine Fläche fahren. Und dann fangen wir scheinbar mit dem Weizen an. So, ich überziehe natürlich heute wieder maßlos, aber erste Folge auf einer neuen Karte, das ist, glaube ich, ganz normal. Ich möchte zumindest einmal gucken, wenn ich jetzt sage, dass... Warum mache ich mir das eigentlich so schwer, wenn ich die Fläche da drüben schon abgeerntet habe? Dann kann ich auch einfach darauf fahren, ne? Also, oh, shit. Deswegen mache ich es mir so schwer. Da habe ich das Schneidwerk darunter geworfen. Gut, dann stellen wir den Wagen hier hin. Bevor ich jetzt noch mehr kaputt mache. So. Dann holen wir uns das Schneidwerk mal ab. Oh, da sind Schilder. Die habe ich jetzt... Die hatte ich nicht einberechnet. So, wo hänge ich fest? An irgendeinem Ast oder was? Was? An dem kleinen Baum da? Echt jetzt? Sei froh, dass ich noch keine Motorsäge habe, mein Freund. Was ist los? Komm. Jetzt habe ich das Schild doch umgehauen. Naja, gut. Das war eh im Weg. Und beim nächsten Neustart ist es ja wieder da. Läuft gut, ist aber auch schon recht spät. Also, ich bitte das nach, mir nachzusehen. Es war ein langer Tag und es ist schon sehr spät, aber ich wollte unbedingt heute noch einmal auf diese Karte drauf. Nachdem ich die Fläche da jetzt schon so schön angelegt habe. Auch wenn wir da jetzt gar nichts parken werden. So. Hier würde es auf die Fläche gehen. Dann ist das Schneidwerk schon betriebsbereit? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich muss doch bestimmt noch irgendwas anschließen. Wir klappen einfach mal aus hier. Und dann gucken wir mal, ob er sagen würde, yo, geht, oder ob die Elektrik noch verbunden werden muss. Zapfwelle sieht für mich schon verbunden aus. Nee, der ist schon ready. Okay, cool. Dann fahren wir mal so ein Stück rein. Denn ich habe noch Fruchtzerstörung an. Und dann bekommst du hier quasi deinen Kurs verpasst. Müssen wir einmal schauen, auf welcher Fläche wir eigentlich sind. Weil das habe ich ja noch so gar nicht raus. Wir sind auf der 101. Also schon mal einen Ordner anlegen, damit es direkt hier alles funktioniert. 101. So, let's see. Job erstellen. CP, Feldarbeit, das ist wunderbar. Er hat schon die Feldfläche erkannt. Gebe ich dir trotzdem hier nochmal mit. 12 Meter haben wir. Dann machen wir mal, ich würde sagen, 4 Vorgewände. Schaf sollte drin sein. Ich gehe mal auf 8% Überlappung. Feldgrenze. Auf Wiesen könnten wir das jetzt ein bisschen hochdrehen, da wo die Zäune sind. Aber hier sind, glaube ich, keine. Hier sind nur Bäume. Wird sich zeigen, ob er hängen bleibt. Inselumfahrung ist eingestellt. Startrichtung automatisch. Ich glaube, das sieht gut aus. Generieren. Ja, die Fläche ist jetzt hier keine große Herausforderung. Das hatte ich erwartet. So, 12 Meter Drescher. Dann speichern wir den hier mal rein. Jetzt
12 Meter Drescher. Und dann darfst du losfahren, mein Freund. Das heißt, wir gucken einmal, wo wäre denn dein Startpunkt? Da hinten. Dann fahre ich dich noch ein Stück dahin, weil sonst fährst du mir nämlich hier einfach durch die Fläche, fürchte ich. Und machst mir alles kaputt. Er würde das Schneidwerk ja einmal anheben. Das möchte ich nicht. Wenn ich aber nah genug dran bin, dann geht er einfach an den Start, wie er soll. Von hier sollte es ja wohl hinhauen. Yes, das sieht gut aus. Sehr schön. Drescher fährt. Muss natürlich auch ein kleiner Screenshot noch genommen werden hier. Zack. Perfekt. Strohablage ist auch am Start. Das heißt, wir haben dann Weizen und wir haben dann auch schon Strohballen. Als nächstes muss also eine Presse her, damit wir die Ballen dann noch einsammeln können. Das mit dem Schild ist jetzt echt unangenehm. Ich wollte es eigentlich gerade aufheben und an den Rand legen, aber wenn er das hier von selber erledigt, umso besser. So. Ja, und so muss das jetzt natürlich weitergehen. Auf der Karpatenlandschaft war ich ja schon ziemlich gut ausgestattet. Und in die Richtung möchte ich hier natürlich auch. Wir brauchen also noch einen Häcksler, wir brauchen eine Spritze, wir brauchen Scheibenegge, möglicherweise einen Grubber, wir brauchen eine Spritze, Spotspray. Wir benötigen Kalkstreuer, Düngerstreuer möglicherweise, Sämaschine, also alles, es fehlt einfach noch alles, bis auf den Drescher und unseren Abfahrer hier. Ist da halt noch nicht so viel vorhanden. Oh, das ist eigentlich gerade ganz nett. Machen wir doch mal ein Bildchen. Mit dem Windrad da, das gefällt mir schon. Drescher ist jetzt halt so ein bisschen doof im Eck da. Aber okay. Perfekt. Läuft doch. Ja, ich bin gespannt, wie das da mit dem Hof hinhaut, den ich da zusammengefrickelt habe. An dem muss natürlich weiter gebastelt werden. Da fehlen noch Details. Ohne die Maschinen sieht es natürlich auch super leer aus. Und ihr habt gesehen, der Anfangshof, den man bekommt, der ist schon um einiges detaillierter gestaltet. Also, wer möchte, kann auch den nehmen. Ich habe jetzt gesagt, ich mache mir mal eine eigene Fläche. Aufgrund des Hintergedankens. Autodrive wird damit wohl besser funktionieren. So, der Baum da muss also weg. Der stört dich. Ich verstehe. Das ist jetzt doof. Dann fahr mal in die Richtung. Zeig mir nochmal deinen Kurs an. Einmal eindrehen, bitte. Hätte ich dann vielleicht doch den Feldrand mit einstellen sollen. Aber okay. Passt schon. Mist, die Strecke wird ja weiterhin angezeigt. Das hatte ich vergessen. So. Wie voll ist der? 33%. Da geht noch einiges. Gut. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ob ihr Bock auf die Karte habt. Ich hab Bock auf die Karte, gefällt mir echt richtig gut. Mal gucken, was wir hier draus so machen können. Und ist jetzt mal ein bisschen was anderes. Also andauernd die gleiche Karte zu spielen ist halt auch... bis auf die Niedersachsen, bei der, also... Auf der bleibe ich halt immer hängen.
Und bin gespannt, ob es mir mit der hier ähnlich geht, dass sie auch so ein Potenzial hat für wirklich lange da drauf sein. Lassen wir uns überraschen. Für heute machen wir Feierabend, knapp über eine Stunde unterwegs und kein Schnitt im Video. Viel gesabbelt. Ich werde mich jetzt gleich hinhauen und abspeichern und dann gehen wir in der nächsten Folge hier wieder rein, müssen weiteres Equipment kaufen und dann auf die anderen Feldflächen die Geräte ansetzen und dort starten lassen. Plus die Aufträge, die ihr gesehen habt, das sind ja einige, da werde ich wohl auch ein paar von annehmen. Ich freue mich auf die nächste Folge, ich hoffe ihr auch. Ich sage danke fürs Zuschauen, lasst mir gerne einen Kommentar da, gerne auch ein Like und ein Abo und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge auf der Münsterland V2 wieder. Bis dahin, danke euch, ciao, ciao.